Ey Leute, was geht? Ich war gerade sauleise und willkommen zu einem Video zu einem Spiel, von dem ich gar nicht weiß, ob das wirklich geht oder so. Ich denke, ich starte das Spiel einfach mal. Ich muss noch was installieren? Nö, muss ich nicht. Gut. Ich mach mal den Ton aus, um zu sehen, ob das überhaupt laut genug, ob das saulaut ist oder nicht. Okay, ist laut. Es ist noch laut. Entschuldigung dafür. Das ist falsch. Entschuldigung. Ihr seht gerade nur meinen Mauszeiger. Entschuldigung, es tut mir sehr leid. So. Entschuldigung. FTL, Faster Than Light. So. Ja, willkommen zu Faster Than Light. Vielen Dank an den Herrn Benedikt, der uns dieses Spiel gesponsert hat. Oder von dem ich das Spiel geschenkt bekommen habe. Ich glaube, ich werde es noch wahrscheinlich selber weiterspielen, aber es ist noch recht laut. Tut mir leid. Welcome to FTL. If you're a new player, we are trying to recommend you take a moment to play the tutorial. Wir werden nicht das Tutorial spielen, sondern einfach mal das Spiel leise drehen. Ah, cool. Tut mir leid, falls es jetzt ein bisschen laut war. Noch einmal ein schönes Dankeschön an den Benedikt, der uns dieses Spiel, der mir dieses Spiel geschenkt hat. Und ich habe mir gedacht, ey, hast Langeweile? Hast du ein neues Spiel? Machst du ein Video dazu? Faster Than Light 2012 Subset Games. Das spielt sich gerade im Fenstermodus, das heißt, die Maus packt mal ein paar links und rechts raus oder oben und unten. Ich würde einfach sagen, wir starten ein New Game. Ich habe das schon mal bei Mordado gesehen, glaube ich. Und ja. Customize. Da machen wir einen Typen und nennen den Rename. Und rename den einfach mal. Hoffentlich sieht man das. Ich mach's mir da einfach mal größer. Wir nennen den ihn. Wir nennen den mal Sonic. Except. Ich werde, glaube ich, eine Runde spielen. Dann nennen wir den hier. Ups. Das war falsch. Dann nennen wir den hier. Benne. Weil er uns das Spiel geschenkt hat. Und ja, wir nehmen nochmal. Wie nennen wir den jetzt? Mich. Den Typen, der wann nämlich das Spiel hab. Und ich möchte jetzt keinen meiner Freunde vernachteilen. Nehmen wir einfach einen YouTuber. Und zwar. Ja, jetzt ist die Frage gut, welchen YouTuber wir nehmen. Nehmen wir einfach mal Tadel. Nehmen wir den einfach mal. Keine Ahnung, weil der mir gerade in den Sinn gekommen ist. Wir spielen auf Easy. Advanced Edition Content? Nope. Blazer, Artmazes, Drohnen, System not installed, bla 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 bla, Layout A, B, C, Hide Rooms, Showrooms, Random Ship, Rename the Kestrel, dann nennen wir mal die X-Ray. Passt. Ja. Dann war's das eigentlich. Okay, dann starten wir einfach mal. The data you carry is vital to the remaining Federation fleet. You'll need supplies for the journey, so make sure to explore each sector before moving on to the next. But get to the exit before the pursuing rebel fleet can catch up. Sound, tip sound, go into options menu to turn off and turn off sound effects music. Danger. Danger, you are inside a nebula. Your sensors will not function, but the rebel fleet will advance more slowly towards you.
Ja, wir haben hier so die Typen. Die können wir, glaube ich, auch in andere Räume schicken, glaube ich. Ah, nee, ich glaube, wir können. Aha. Da ist der U2. Da ist der Benedikt. Okay. Okay. Ich lerne gerade noch das Spiel kennen. Ups. Wo ist denn Oxygen? Oxygen? Oxygen. Ich glaube, das wird einem einfach so angezeigt. Glaube ich. Dass da Oxygen low ist. Das heißt, ja. Okay, dann. So. Ich am Steuer, Taddel an den Waffen und Benne am Antrieb. Cool. Hull, currently hull integrity. If it drops to zero, the ship will dest will is destroyed. Aha. Das heißt, ich glaube, das ist die Schiff-Bestandteil-Dingsbums. Da haben wir Scrap, das ist sozusagen Währung. Da haben wir Drohnenteile, da haben wir unsere Raketen und da haben wir den Treibstoff. Und da haben wir Oxygen und Evade. Ich weiß nicht, was Evade heißt, aber Oxygen weiß ich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel da aufmache, dann geht das Oxygen da runter. Sieht man das? Ich hoffe. Ich hoffe doch, ich werde hier wahrscheinlich ein längeres Video zu machen. Und ja. Ich kann mit X und Z, glaube ich, die gesamten Türen öffnen und schließen. Okay, dann. Ups, nee. Nee. Ups, doch. Ja. Okay. Okay, brauchen wir nicht. Brauchen wir. Aha, da können wir upgraden. Aha. Okay. Dann jumpen wir einfach mal. Hab noch gar nichts getan, aber hier können wir jumpen. Entweder nach da, nach da, nach da oder nach da. Ich denke, wir. Und da ist der Exit, das heißt, da müssen wir hin, aber wir können hier noch alles untersuchen. Ich glaube, lieber in Nebula. Okay. A heavily damaged Federation ship is hiding in the Nebula at this beacon. Before you have time to make contact with them, they fade into the Nebula. Attempt to follow and help them. Keep your position, they can handle themselves. Attempt to follow and help them. Helfen wir denen? By searching fruitlessly through the nebula, you stumble upon the rebel ship, which the Federation loyalists were likely hiding from. You prepare for a fight. Ich wusste es doch. Hey, die haben eine Drohne. Ja, Tadel. Auf ihre Waffensysteme. Perfekt. Und dann auf ihre Drohne. Okay, das war nix. Wenn wir wieder genug Energie haben, dann schießen wir auf die Drohne. Das war's und die Drohne sollte kaputt sein. Danke. Und jetzt können wir Schilde einfach angreifen. Ah ja, stimmt, man kann ja auch reparieren. Aha. Okay. Das heißt, wir attackieren mal wieder die Schilde. Wir können auch natürlich flüchten. Aha, the enemy ship appears to powering up its FDL, trying to escape. Okay. Dann nochmal Waffensysteme. Doch, Waffensysteme. Damit die uns nicht einfach nochmal beschädigen können. Und jetzt sind sie kaputt. Cool.
The ship explodes, leaving behind a substantial collection of useful scrap metals. Continue. Also wir kriegen dreimal Treibstoff, einmal eine Rakete und 23 von diesem Scrap-Dingens. Ja, Benne. Geh mal hier reparieren. Sie haben einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Sorry. Wollte ich nicht. Was ist das? Ah, Slug Cruiser. Kann ich den Scheiß nicht irgendwie reparieren? Ich habe kein CO2. Benne, geh doch das reparieren. Wir verlieren an CO2, Benne. Controls. Aha, left click or drag to select true, right click to move select. Ach so, okay. Right click. Hierhin, Benne. Oh ne, Tadel! Tadel, nein! Okay, jetzt, Benne. Jetzt sollte der Scheiß wieder hergestellt sein. Oh ne, da ist Tadel uns einfach wegverreckt. Oh. Scheiße. Dass sie uns einfach wegverreckt. Naja. Ein Opfer muss man immer mal wieder bringen. Zack. Türen zu. Naja. Das Schiff regeneriert nicht, oder? Naja. Ship. Engines. Power the FTL drive and allows the ship to dodge. Upgrading improves dodge. Nehmen wir das. Und dann noch was für 25. Refills the oxygen in the ship. Upgrading increases the rate of refill. Ups. Akzeptieren wir das mal. Nicht, dass uns doch einer wegverreckt. Und da ist ein Store. Hab zwar kaum Währung, aber... you find yourself surrounded by a group of mysterious alien vessels. The hail, you apparently have some valuable technology for sale. Wir können für 3-4 mal von diesem Fuel bekommen. Wir können für 6 Raketen bekommen. Für 6 Raketen bekommen, glaube ich. Ah, ne, für 6 können wir eine Rakete bekommen. Aha. Schön, das zu wissen. Und, ja. Einfach noch eine. Das Spiel ist eigentlich ganz cool. Equipment, Sonic, die können wir auch noch umbenennen. Das heißt Dismiss, ich glaube. Ach so. Accept. Okay, Engine. Okay, passt. Not enough power. Okay. Dann jumpen wir mal zum nächsten. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Oh, you find a mercenary for hire at this beacon. Their unique skills can sometimes prove to be useful. Fight the ship, you have no need for services. Entschuldigung. Dann jumpen wir mal weiter. Ja, einfach dahin. Dahin. Oh, Asteroiden. A pirate ship was laying and wait asteroid fields. Immediately moves into attack. Turn and fight.
Schilde? Okay, Bennett. Nee. Du gehst dahin. You're considered war well armed than you than I would have thought. We surrender. Ja. Okay. Kannst wieder zurückgehen. Ey! Kannst wieder dahin gehen. Dann jumpen wir mal. Warten, bis es charged. Ey! Ey! Jump! Zu noch einem Store. Hoffentlich. A transmission from the nearby planet indicates an outpost below which offers supplies to travelers. Blablabla. Wir haben 14 von dem Scheiß. Cloaking? Nein. Fix all. Sollen wir das machen? Machen wir einfach mal. Dann jumpen wir mal zum... nach da oben. Und ein Gegnerschiff. An advanced rebel automated ship remains stationed near a small rebel space station. Sensors indicate it's a storage vessel for military goods. Attack the... Ja! Kannst du dahin? Dann können wir mit dem Scheiß einfach auf ihre Booster schießen. Oh ne, wir wurden getroffen. Und dann auf ihre Raketen. Auf geht's. Oh ne, Oxygen low. Oxygen low. Dann noch da. Zack, komplett zerstört. Puh. The station is the storage site for various services. Continue. Bleib bei uns. Geh raus. Geh dich heilen und ja. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Perfekt, oh. Und du kannst mal wieder an die Booster gehen, Benedikt. Oh Mann, da ist uns der Handel einfach direkt weg. Verreckt. Close. Dann jumpen wir mal zum Exit. Post. You've arrived at the long range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Continue. You receive message from a nearby station. A Federation cruiser jumping into rebel territory. Quite the bold move. You quickly move to arm the weapons, but he continues. Lucky for you, we're not all in support of the rebellion. Perhaps these supplies will help you to get to friendlier space alive. Okay. Wir haben mehr Zeug bekommen und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal. Hä, da ist doch der Exit. Next, ach so. Oh, da ist noch ein Store. Gehen wir mal zum Store. Dafür haben wir noch Zeit. Okay. Ja, wir haben nur 57. Ups. Dann, ja. Was können wir verkaufen? Burst Laser. Weiß nicht. Scrap Recovery Arm. Bla bla bla. Close. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Dann gehen wir einfach mal zum nächsten Sektor. Ja, nehmen wir einfach mal den grünen Weg, oder? Ja. Der ist für mich ein bisschen besser.
You're far from Federation home space here in Zoltan territory, and it's not clear whether the authorities we will have an any goodwill remaining. Still, you have to push forward. Oh man, da ist der Exit direkt. Okay. Okay, dann geh ich mal dahin. Es wartet bestimmt jetzt jemand. You arrive to find a number of ships convening around a station. There is some unencrypted chatter between the ships. You tune in and listen for something interesting. Overhearing the conversation, it seems that they need to take possession of an enemy ship intact. Offer your services. They briefly scan your ship and inform you that you are not properly equipped for this type of mission. Oh, werde ich einfach rausgemobbt. Gegnerschiff. Ja. You're surprised when a stationary Zoltan ship opens fire. It appears there are aggressive. Na, among. Da musst du wieder dahin an die Waffensysteme. Dann können wir mal. Ja. Ups. Oh, die haben zwei. Schieß auf den Scheiß. Oh, Mann. Nochmal. Scheiß auf die Schilde. Ben, er hilf ihm. Oh Gott, wir werden jetzt ersticken. Scheiße. Okay. Dann feuern wir mal beides. Oh ne. Bam, bam, bam. Und nochmal auf den Schild und nochmal dahin. Perfekt. Dann können beide hier. Oh ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich bekommen habe. Oh Gott. Beide heilen. Sofort. Hä, warum heilen sie sich nicht? Auf geht's. Und jetzt wieder da rein. Den Scheiß reparieren. Nee, wieder raus. Oh nee, das kann so nicht angehen. Ich muss beide voll heilen. Oh nee, die werden jetzt beide sterben. Scheiße. 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 Wir können uns gerade so. Oh, scheiße. Können wir nicht auf uns selber schießen oder so? Dann fahren wir mal die Sachen wieder ein. Ups. Das machen wir hoch. Das machen wir auch ein. Und können wir da nicht Crew X-Ray Oxygen. Okay. Können wir uns wenigstens dagegen anheilen? Ja, können wir. Okay. Okay. Ja, scheiße, ne? Ich warte erst, bis beide voll sind, dass beide dann gleichzeitig reparieren können. Aber die werden jetzt direkt werden die, Leben verlieren. Und wenn einer drauf geht, scheiße. Und? Auf geht's. Wieder raus. Schnell. Oh, wenigstens kann jetzt wieder ein bisschen was hergestellt werden. An Oxygen. An Sauerstoff.
sodass sie da gleich wieder rein können. Und wieder rein. Oh. Cool. Cool, ey. Puh. Haben wir uns gerade nochmal so gerettet? Oh, Mann. Dann kann... Ist das Benedikt? Ja, das ist Benedikt. Und du kannst mal nach da vorne und wir warten noch ein bisschen, bis der Scheiß wieder komplett regeneriert ist. Da machen wir da auch doppelte Power-Energie rein. Und ich glaube, Evade, das ist... sind die Power-Turbo-Dinger da. Dann nehme ich mal zwei runter. Und pack die dahin. Nee. Pack die... dahin. Ja, dann jumpen wir einfach mal zum Store, obwohl wir nichts haben. Was wir auch eintauschen können. Species, bla 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 bla. Kaufen wir uns noch einmal ein bisschen. Oh, wir könnten, ja. Da gehen wir mal dahin. Was sind das, diese Subsystems? Despite the precautions, pirates have begun to... Okay. Dann gehen wir mal dahin. Schießen direkt mit... auf die Schilde. Und auf... die Waffensysteme. Und wieder auf die Waffensysteme und wieder auf die Schilde. Nee, dann doch lieber auf den Antrieb. They're trying to escape und bam bam und nochmal mit dem Laser drauf und dann nochmal ganz vorne ins Cockpit. Bam. Ah, wir haben Feuer gefangen. The ship explodes, leaving behind a substantial collection of fuels for battle. Wo sind die beiden? Da. Repariert das. Ah, geht raus, geht raus. Ah, ich hätte das viel früher machen sollen. Ah, daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Wieder zu und da aufmachen. Da auch. Oh Gott. Daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Puh, oh. Wird das hier ja nochmal recht spannend, ne? So. Gott. Ah. Und dann jumpen wir einfach mal dahin. Und kein Gegnerschiff. Sultan Shipyard is stationed at this beacon. You admire the display of hundreds of glowing Sultan performing delicate exterior work on a massive transport ship. Ja, passt. Dann gehen wir zurück zum Store. Können uns da nichts kaufen, außer Raketen. Brauchen wir ein paar. Und was sind das? Number of drone parts. Using drone consumes one drone part. Ach so. Dann jumpen wir einfach mal zum Exit. Kriegen hoffentlich noch was oder müssen kämpfen oder sowas. Ah ne. You arrived at the long range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Continue. You jump into a field of debris. It appears a battle recently took place here. And the loser seems to have
been a civilian ship. A message was left to repeat before it was destroyed. Rebels attacking, please send aid. The responsible rebels are likely nearby. Go look for the rebels. Aha, okay. Okay, dann muss ich direkt mal... Oh, die haben eine Drohne. Okay, dann gehen beide direkt mal hier hin. Dann kann der eine direkt mal mit dem Burst auf das Schildsystem schießen. Oh, die haben einen krassen Laser. Oh ne, das System ist gebrochen. Gebrochen, gebrochen, gebrochen. Das System ist gebrochen. Oh, wir können nur den Laser verwenden. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Und ins Cockpit rein. Und nochmal ins Cockpit rein. Ah. Und dann auf die Schilde. Oh, scheiße, wir haben keine Raketen mehr. Fuck. Accept the offer. Weg mit euch. Oh, scheiße. Da ist ein Feuer irgendwo. Achso. Scheiße. Das Türsystem ist kaputt. Deshalb konnte ich die Türen gerade nicht mehr öffnen. Irgendwas brennt, aber ich weiß nicht was. Ah, das Schildsystem brennt. Shield's critical. Shield, shield, shield. Nein, öffnet die Türen, öffnet die Türen. Geht da raus. Und da ist auch noch ein Feuer ausgebrochen. Ich glaube, ich spinne. Dann machen wir in die Oxygen Reproduction wieder was rein. Ah, nee. Nee, nee, nee. Das sieht nicht gut aus. Okay. Dann müssen wir da rein. Wo es noch Feuer gibt. Hoffen, dass das... Oh, nee, die Türen sind wieder kaputt. Oh, nur Benne und ich auf einem Raumschiff. Oh, nee. Oh, scheiße. Okay. Müssen wir das Türsystem wieder reparieren. Ah, scheiße. Okay. Hoffentlich geht das Türsystem gleich wieder. Und. Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Dann können wir das da hinten zumachen. Und ja. Ja. Und dann können beide wieder heilen gehen. Dann können die mal da reingucken, wie es da so steht. Okay, da ist nichts. Dann können die da mal rein. Müssen sich aber gleich wieder heilen gehen. Und ich höre kein Feuer mehr, das heißt, ich glaube, es ist aus. Und ja, die sollten sich jetzt heilen gehen, sofort. Und ja, dann kann ich die Türen auch wieder zumachen. Zack. Puh. Das war knapp. Dann geht der eine mal wieder dahin. Ups. Der eine mal wieder dahin und der andere geht dahin und repariert da. Puh. Das war ja nochmal knapp. Das wurde ja nochmal knapp, du. Und dann geht der eine, wenn er fertig ist.
Kuh. Pam. Ja, Schild steht. Dann kann der wieder dahin. Der Bene. Und dann können wir jumpen zum Exit. Ah, wir sind ja schon. Next Sector. Engine Controlled oder Engine Controlled. Dann gehen wir mal dahin. Oh, ich hab so Angst. You arrive at the Engie The fall of the Federation has brought tough times to these robotic life forms, but they are usually willing to help. Okay, jumpen wir einfach weiter. Zu einem Store. Weil wir Scheiße brauchen. Continue. Ja. Wir brauchen. Können wir irgendwas sellen? Nein. Brauchen Halbeam, Heavy Laser, oha, oha, was man sich alles kaufen kann. Kaufen wir uns mal ein bisschen was davon. Dann fixen wir mal, ah, scheiße. Dann fixen wir mal so viel es geht. Close, und dann jumpen wir einfach mal einen weiter. Nach da. Hoffentlich ist da nichts, und wenn, dann sind wir gearscht. Okay, dann gehen beide an die Waffensysteme. Ups. Dahin. Meine ich. Ah, nee, die haben einen kompletten Laser. Wir müssen auf die Waffensysteme gehen. Oh, wir wurden getroffen. Unsere Medi-Station. Und Schild. Da müssen wir hin. Und Schild und dahin und ja. Ist wieder mal ein Feuer. Accept the offer. Dann müssen wir da mal wieder Oxygen Low kriegen. Ja, bleibt mal da. Die Türensysteme sind kaputt. Okay, dann müssen wir die Oxygen Reproduction wieder auch rausnehmen, damit da kein Oxygen hinkommt. Und wenn es weg ist, dann müssen beide dahin und die Türen reparieren. Ich kann die Türen ja nicht schließen. Zack. Zack, zack, zack. Türen sind geschlossen, die zwei können sich heilen gehen oder Heilstation ein bisschen neu machen. Puh. Startgrad. Und ja, dann nochmal die Schilder reparieren. Und dann geht der eine dahin und der andere geht dann dahin. Dann jumpen wir einfach mal dahin. Und da sieht's nicht nach etwas aus. You arrive at a populated sector. One merchant seems to be mass broadcasting as a request for a mercenary ship to aid him. Shall we respond? Yes. Great. Schnapp mal. Accept. Danke. Dann jumpen wir einfach mal einen weiter. Zu einem Store. Continue. Bla 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 bla. Dann fixen wir mal wieder alles. Close. Dann jumpen wir einfach mal wieder eins weiter. Distress Beacon. Someone might need help. Da. Dann gehen wir mal dahin. Und Schiff. Distress Beacon. Oh, ich mein Schiff an. Okay. Dann Schilde. Okay, wir haben momentan gar keine Energie in den Schilden. Das heißt, wir nehmen die Energie da raus und packen die beide in die Schilde. Ballern wir. Ne, wir ballern zuerst mal mit dem da drauf. Und dann nochmal einen danach. Und dann auf ihre Drohnensysteme. Und dann auf ihr Cockpit. Ja, baller drauf, baller drauf. Dann dahin. Und dann auf ihren Antrieb. Und dieses Mal werden wir sie zerstören, egal was passiert. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh yeah, yes. Continue.
Any vessel returns to level gives them nothing. Ich würde denen gern helfen, aber ich habe halt nichts zum Helfen. Benne kann mal wieder dahin und du kannst mal wieder dahin. So ist ja kaum was kaputt gegangen, ne? Dann jumpen wir einfach mal ein weiter zu dahin. Aha. Wow. An advanced rebel avoid provoking the ship. Ne, wir greifen es an. Beide wieder auf die Waffensysteme. Dann schießen wir zuerst mal mit dem Laser auf Schild, 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 Schild. Und dann einmal auf das System da. Pam. Und dann ballern wir den mal auf die Waffensysteme. Und dann haben wir einen neuen Gegenstand in unserem Inventar. Dann ist das Spiel hängen geblieben. Und dann müssen wir noch einmal da drauf ballern und einmal da drauf ballern. Und dann ist alles gut. Bam, komplett zerstört. Bam, noch mehr Zeug. Bam, dahin. Oh Mann, es tut mir irgendwie leid, dass Huddle tot ist. Dann Sonic tut sie da und Bennett tut sie da. Und dann jumpen wir einfach mal direkt nach da. Und da ist ein Gegner. Ja, wusste ich's auch. Dann beide wieder auf Waffensysteme. Dann ballern wir direkt mal. Huch. Die haben irgendeinen Cloak oder sowas. Ah, okay. Dann ballern wir den zuerst mal auf die Schilde. Doppelt. Die haben aber eine gute Taktik. Dann ballern wir den auf die Waffensysteme. Oh, wir haben keine Dinger mehr. Keine Scheiße mehr. Oh, die bauen einen neuen Schild auf. Cool. Ist echt cool. Ja. Dann nehmen wir mal den Laser und ja. Scheiße, ne? Ballern da drauf, ballern dann auf ihren Antrieb und werden wahrscheinlich sterben. So wie ich mich kenne. Und die bauen immer wieder ihren Schild auf. Das heißt, wir können sie viel schlechter angreifen. Dann ballern wir wieder auf ihren Schild drauf. Scheiße. Oh Mann, die haben wieder ihre komplette Dingens wieder. Und die sind zerstört. Perfekt. Puh, continue. Dann geht der Benne mal dahin und ich gehe mal dahin. Dann können wir mal gucken, was so noch upgradebar ist. Ich würde sagen, keine Ahnung. Weapon. Ja, es bringt ja nichts. Sensoren, Piloting. Keine Ahnung. Engines. Oder Shields. Machen wir Shields. Und dann noch einen dahin. Und dann machen wir alles in Shields. Damit wir einfach geile Schilde haben. Geile Schilde. Da müssen wir aber immer noch jumpen. Wow, und ich nehme schon 45 Minuten auf. Wow, wie lange? Wie lange? Und ich muss das alles noch hochladen. Wow. Wow. Spiel könnte ich aber auch livestreamen, wenn ich wollte. Dann springen wir einfach mal zum Exit. B, da ist ein Schiff. Und wir machen einfach gar nichts. Continue. Buy 3 fuel for 6 Scrap. Continue. Habe ich einfach mal gemacht. Next Sector. Ja, Slug controlled. Was war das nochmal? Ah, the only thing that can render a nebula more dangerous is if it's also home of the slugs. This particular nebula is just that. Oh, scheiße. Wir sind in so einem Nebel drinne und da sind irgendwie ge krasse Gegner drin. You detect multiple ships running at maximum power nearby. You can't see anything through this thick nebula. Ignore them. Jumpen wir einfach mal weiter.
Oh nee. You're surprised to find a ship without slug markings stranded all the way out here and move in to provide assistance. When you see the pirate insignia on the hull, you quickly reconsider. Attack, keep your distance and hope they haven't seen you yet. Jumpen wir einfach mal irgendwo hin, zu einem Store. Puh. Continue, bla 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 bla. Und fixen wir einfach mal eins. Ah, sieht schlecht aus. Dann jumpen wir einfach mal einen weiter. Nicht zum Exit, sondern. Ah, doch, halt näher zum Exit. Hoffentlich passt das auch. A heavily damaged Federation ship is hiding in the nebula at this beacon. Nee. Da bleiben wir lieber mal weg, weil wir da schon Erfahrungen mitgemacht haben. Und was ist da? You've arrived at the long range beacon. When the FE airdrive is charged, you can jump and continue. A small platform orbits near this beacon. It looks like a fueling station for of some sort, and it's nearly broadcasting reasonable prices at a, nein, ignore them. Ja. Jumpen wir einfach mal zum Exit. Ah, wir sind schon beim Exit. Okay, da ist uns ja mal nichts passiert. Gehen wir mal wieder zu den NGs. Achievement unlocked. NG Cruiser. We have arrived in NG Space. The fall of the Federation has brought down. Continue. Jumpen wir einfach mal weiter zu dem Store. Ah, sieht sau schlecht für uns aus. Continue. Bla 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 bla. Close. Dann jumpen wir einfach mal irgendwo hin. Dahin. Response to the call and. Ja. Continue. Oh, die sehen stark aus. Nein, da ist jemand bei uns. Oh nee. Ja, macht den Scheiß tot. Cool. Dann können beide dahin. Oh, scheiße. Dann müssen wir mit dem Burst auf die Schilde gehen. Zuerst einmal. Scheiße. Die Schilde. Oh, noch jemand. Scheiße. Wir sind tot. Wir sind gearscht. Ja. Scheiße. Ah, ich wusste jetzt nicht, was ich tun soll. Ich war überfordert. Score 808. Quit. Ups. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ja. Das war's dann mit Faster Than Light. Ja. Scheiße, ne? Ich würde einfach mal sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es nicht mehr heißt, Let's Play Faster Than Light. War es überhaupt ein Let's Play? Nein, ich glaube nicht. Würde ich einfach mal sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss.